Zum Ende der 30er Jahre des vergangenen Jahrhunderts wurden die ab 1933 gefertigten Maschinen der Baureihe E93 umfassend weiterentwickelt. Es entstanden die leistungsfähigen Güterzugloks der Baureihe E94. In den Jahren 1940 bis 1945 wurden zunächst 146 Exemplare gebaut. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges verblieben die meisten Lokomotiven bei der Deutschen Bundesbahn. Es wurden weitere Maschinen aus vorhandenen Teilen gefertigt. Ab 1954 entstanden weitere leicht modifizierte Loks als Nachbauten. Die außerordentlich robusten Maschinen bildeten, insbesondere im süddeutschen Raum, über mehr als vier Jahrzehnte das Rückgrat des elektrischen Güterverkehrs. Die grüne Lackierung in Verbindung mit dem charakteristischen, gegliederten Aufbau brachten der E94 den Spitznamen Deutsches Krokodil ein. Den Pico-Konstrukteuren ist es mit Bravour gelungen, die Baureihe 194 formvollendet in die Baugröße H0 zu übertragen. Entstanden ist ein Modell, das sowohl die Gesamterscheinung als auch die Eigenheiten seines Vorbildes hervorragend im Maßstab 1:87 wiedergibt. Der Dachbereich der Lok ist ein wahres Stück Modellbaukunst. Neben den freistehenden Leitungen besticht es insbesondere durch die Gravuren der Dachhaube und die fein geätzten Laufbretter. Den dreigliedrigen Aufbau zieren äußerst plastisch wirkende Lüfterlamellen, eine hochwertige Lackierung und die absolut konturenscharfe Bedruckung. Die glasklaren Scheiben sind perfekt bündig eingesetzt. Im Fahrwerkbereich fällt die Nachbildung der langgestreckten Blechrahmendrehgestelle besonders ins Auge. Eine Vielzahl angesetzter Details sowie die hervorragende Darstellung der Taz-Lagerantriebe runden das Bild ab. Für die optimale Präsentation in der heimischen Vitrine liegen dem Modell passende Zurüstteile separat bei. Ruhig und kraftvoll setzt sich die Altbau-Elektrolok in Bewegung. Von den Konstruktionsgrundsätzen ihres großen Vorbildes profitiert das Deutsche Krokodil auch im Modell. Dank der Schwalbenschwanzführungen zwischen den Motorvorbauten und dem Brückenrahmen liegt die Lok satt im Gleis. Der mit zwei Schwungmassen ausgestattete Mittelmotor sorgt hierbei für einen ruhigen Lauf. Die Zugkraft der Lok wird durch zwei diagonal angeordnete Haftreifen auf den mittleren Achsen erhöht. Im Zusammenspiel mit einem Digitaldecoder können die vielfältigen Lichtfunktionen gesteuert werden. Hierzu zählen die Beleuchtung der Führerstände, der Führerpulte sowie die Beleuchtung des Maschinenraums. Als besonderes Highlight verfügt das Modell zudem über Anfahrleuchten unterhalb der Führerstandsfenster und in den Vorbauten integrierte Schlussleuchten. Über die vorbereitete PLAX 22 Digitalschnittstelle kann die Analogversion im Handumdrehen mit einem Pico Smart Decoder XP5.1 ausgestattet werden. Die Soundmodelle der Baureihe 194 von Pico tragen das Siegel Pico Train Sound on Board und versprechen ein vorbildnahes und makelloses Sounderlebnis. Für Zug 67894 auf Abstellgleis 91 bereit zum Umsetzen auf Zug. Lok für Zug 67894 von Abstellgleis 91 über 17 auf 21 an Zug. Die umfangreichen Soundfunktionen können mittels des ab Werk integrierten PSD XP5.1 Sounddecoders ebenfalls digital gesteuert werden.
Das Modell der Baureihe 194 lässt die Erinnerung an dieses wegweisende Stück Eisenbahngeschichte wach werden und stellt eine Bereicherung der Fahrzeuge der Epoche 4 dar.